Das Finale in Lyon wurde also gegen Sonntagabend 17 Uhr zwischen USA und den Niederlanden ausgetragen. Der Europameister von 2017 gegen den Weltmeister USA von 2015. Die US-Amerikanerin hier mit dem besseren Start und mit dem Albtraumstart für die Niederländerin. Tobin Heath in der 5. Spielminute nickt das Ding ein. So kann man in ein Weltmeisterschaftsfinale gerne mal reinstarten. Für Oranje tut das natürlich weh. Und die US-Girls machten dort weiter. Rapinoe mit dem Schuss. Alex Morgan hat den Abstauber direkt auf dem Fuß. 12. Minute und es stand 2:0. Schlechter kann es nicht laufen, wenn man es mit den Niederländerinnen hält. Und die USA schon gleich hoch auf. Dieses Selbstvertrauen nahm sie dann jetzt auch in die weitere Partie mit. Keine halbe Stunde gespielt. Die nächste dicke, fette Chance. Aber diesmal ist das Aluminium dazwischen. Das hätte es dann eigentlich schon sein können. Doch sie steckten weiterhin nicht auf. Und die Niederlande kam hinten kaum raus. Und erlaubte sich dann auch fast folgenschwere Fehler. 29. Minute, Rapinoe mit einer schönen Abnahme. Und er hätte auch fantastisch gepasst. Nun endlich mal die Niederlande vor der Pause. Der Anschlusstreffer müsste jetzt her. Van de Sanden, auch eine fantastische Abnahme hier, die sie zeigt. 44. Minute. Aber ja, die beste Chance im ersten Durchgang für die Niederländerin sollte sich nicht bezahlt machen. Mit dem 2:0 ging es dann in die Katakomben. Das war auch absolut verdient. Über weite Strecken dominierte die USA das fast ohne größere Probleme. Der zweite Durchgang brauchte dann ein bisschen, um reinzufinden. Dann aber erstmal Oranje hier über die linke Seite. Die Flanke nicht ganz so optimal und dann war das Ganze geklärt nach einer kleinen Unsicherheit, doch sie blieben dran und dann hatten sie die nächste Möglichkeit, aber naja, kann es ohne Probleme parieren. Viertelstunde noch zu spielen, es trudelte jetzt irgendwie so ein bisschen aus, dieses Spiel, O'Hara mit der Flanke und Rapinoe setzt nach, die Flanke von dann und dann. Der Kopfball, aber der sollte nicht den Weg ins Glück finden. Danach war aber Schluss, weil die Niederlande nach vorne nicht mehr kamen und die USA gut verteidigte. Und so verteidigen sie den Titel 2019, die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich gewinnen. Die USA.